Jo, moin moin Männers. Ja, willkommen zu einer neuen Runde U-Boot Patch B129. Ja, ich freue mich tatsächlich auf die neue Mission. Letztens hatten wir ja die Emigna, ein paar Störungen mit Twitch. Heute sieht es tatsächlich besser aus. Ich habe ein bisschen rumgedoktort die Woche und mir tatsächlich mal diese Statistik aufgerufen mit den ausgelassenen Frames etc. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Ich habe da tatsächlich hin und her viel gestellt, aber es läuft. Ich habe tatsächlich heute mal eine Stunde laufen lassen. Es lief alles stabil. Hoffen wir es auch. Moin Vanuri, moin Leo. Schön, dass ihr dabei seid. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir wollen auch gleich mal schauen, was wir heute machen. Ich wollte gerade tatsächlich eben starten. Er sagte auf einmal aktualisieren. Und ja, man muss hier nochmal kurz was runterladen, ein paar Megabyte. Aber das sollte der Sache ja nicht abtun. Tatsächlich, warte mal ganz kurz, ich muss ja kurz hier meinen Bildschirm herziehen. So. Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen rumgestellt, auch in der Einstellung. Also, wenn ich allein spiele, kann ich auch Maximum spielen, auch beim Stream. Aber nicht in 1080p. Da kann ich tatsächlich nicht auf Extrem gehen. Da reicht die 3070 um meinen Rechner nicht. Also, ich würde schon reichen, aber man hat immer wieder Frame-Einbrüche. Jetzt habe ich das ein bisschen runtergestellt. Ist trotzdem noch, denke ich mal, gut von der Qualität für euch, hoffe ich. Und dann wollen wir gleich mal schauen, was wir heute machen. Der Heine. Ich dachte, der Heinecke. Mein Mikro stumm? Immer noch? Warte mal. Test, test, test. Mein Mikro geht aber, oder? Eigentlich sollte mein Mikro gehen. Also bei mir hat es einen Ausschlag. So, jetzt bin ich ein bisschen irritiert, weil er zeigt mir das eigentlich an, dass es läuft. Sekunde bitte. Muss das mal kurz. Mikro geht. Ah. Der Heinle sagt aber, es geht nicht. Okay. Ich hoffe, jetzt geht es. Okay, alles klar, Männers. Ich hatte schon Panik und Schweißausbruch. Okay, ja, heute machen wir weiter mit dem Patch B129. Ja, Heine, warte mal, ganz kurz. Mikro sagt, das geht. Ich habe ja mein Handy immer daneben und da habe ich das ja auch ab und zu auf Twitch laufen. Und dann schaue ich einfach mal kurz, wie ich mich selber hier höre. Das sollte ja nicht das Problem sein. Schub, schub, schub. Guck mal, ihr hört mich hier sogar. Also ich höre mich. Also bei mir geht's. Auf dem Handy geht es. Ich höre mich. Dann müsste das bei dir liegen, Heinel. Okay, wir machen heute weiter. Genau. Ich hatte gehofft, dass es tatsächlich weggeht mit den langen Namen, aber nein. Ich weiß auch nicht, woran das liegt tatsächlich. Mit Östermann. Man hätte das auch anders, denke ich mal, regeln können. Aber vielleicht haben sie es auch tatsächlich gemacht wegen dem Button hier, dass sie es nicht länger ziehen konnten, das Wort. Mal schauen, was da noch kommt. Vielleicht hätte man auch die Schrift ein bisschen kleiner setzen können. Tatsächlich habe ich immer noch den Bug vom letzten Mal. Neue Funktelegramme. Wir hatten ja die Jasper Park versenkt. Und tatsächlich bleibt dieses Ding immer noch drin. Ich kann es zwar löschen, aber es kommt immer wieder. Okay, niedrige Disziplin. Ja gut, die Gruppe ist im Keller. Wir machen erstmal Landurlaub. Gute Arbeit. Und zwar im deutschen Alpenresort. Jo. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Weil wir noch keinen im Hauptquartier haben. Wobei. Wartet mal kurz. Ich habe eine Idee. Kapitän, das kann deine neue Ich habe eine Lassen Sie mich Idee. wissen, wenn Sie. So. Ich habe noch irgendwo einen Befehlshaber. Genau, den nehmen wir jetzt raus. Dann packen wir den hier Mein rein. BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt reden. Hauptquartier. Und dann die Karte ziehen. Ich habe einen anderen Kartentyp eingestellt. Ich glaube, den werde ich aber gleich umstellen. Den mag ich nicht. Die Milchkuh. Befehlshaber. Klaus Hagenau. Zielgebiet. Jetzt müssen wir ein Zielgebiet ansetzen.
Ja, tatsächlich, wo wollen wir die Milchkuh hinsetzen? Wir wollen sie auch mal testen. Warte mal, ich schieße mal ganz kurz. Verlassen. Ich möchte einfach vorsehen, welche Mission wir heute nehmen. Und ich will den Kartentyp nochmal umstellen. Der gefällt mir doch nicht. Das machen wir hier unten. Da setzen wir wieder auf Standard. So, dann ist das auch ein bisschen besser alles. Genau, das zieht nicht so doll hinterher. Was habe ich gesagt und nicht gelogen? Genau, wir wollten mal gucken, was für Missionen wir heute haben. Das sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Genau, das gehört zu Black Pit dazu. Das ist auch wieder Belohnung Milchkuh. Das hat man letztens mit der Emigna schon gemacht. Ich weiß aber, dass der Dafti das heute gespielt hat. Deshalb machen wir das nicht, weil wir wollen den Leuten ja auch mal was Neues bieten hier. Was haben wir hier? Das gehört auch zu Black Pit dazu. Okay, interessant. Dann haben wir den Hafen von Belfast. Das Schöne ist tatsächlich, man hat jetzt eine große Auswahl, anstatt nur die Standard-3-Mission wie früher. Angriff auf Scapa Foe. Da würde ich tatsächlich warten, bis unser Schiff besser ausgerüstet ist. Sonst überleben wir das nicht. Bergung der Emigna. Das hatten wir letztens tatsächlich gemacht. Das war eine ganz interessante Mission, mal zu sehen. Und den Durchbruch bei Gibraltar. Ja, auch interessant bestimmt. Also wir können tatsächlich, ich bin eigentlich für alles offen, wir können auch Gibraltar nehmen. Oder Black Pit. Mir ist das egal. Also, wobei, heute hatten wir schon Black Pit gesehen. Ich würde tatsächlich sagen, wir versuchen bei Gibraltar durchzukommen. Und schauen mal, was uns da erwartet. Ja, dann müssen wir einfach hier oben runterschippern. Das ist eine coole Sache. Aber ich nehme sie noch nicht an. Ich werde jetzt aber zum Hauptquartier. Jetzt machen wir die Milchkuh. Befehlshaber hat mir gesagt, das macht der Klausi. Und das Zielgebiet legen wir fest, wo die Milchkuh sein soll. Und zwar wollen wir ja hier ins Gebiet rein. Und dann würde ich sagen, legen wir die Milchkuh einfach mal hier hin. Geht das? Ja. 12 Tage. Okay, die Milchkuh ist unterwegs. Jetzt gehen wir hier rein. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt und machen erstmal unseren Landurlaub. Wir sind ja 14 Tage, von daher schaffen wir das so. Wir müssen jetzt unsere Disziplin jetzt tatsächlich ein bisschen hochsetzen. Ich glaube, das machen wir hier ganz gut, ne? Disziplin schon wieder zurückgesetzt. Die Ziel wird 10 Tage um 5 erhöht durch Kontakt zu Politiker. Das ist schon mal gut. Erfahrung. Den nehmen wir hier, komm. Kehlensteinhaus. Das haben wir. Gut, das einfach halt durchschippern. Wobei, warte, wir können schon ein bisschen was ins Schiff reinpfeffern hier. Wir schauen mal, ob wir irgendwas verbraucht haben. Herr Kaloy. Herr Kaloy. Oh, den haben wir letztens gar nicht voll gemacht hier, Kamerad Prien hier. Kapitän. Jawohl. Herr Kaloy. Kamerad Wächter hat er auch nichts. Ach, schaut mein Haupt. Jawohl. Gut. Jawohl. Achso, hat er das schon reingepackt hier bei sich? Herr Kaloy. Dann kommt er als erstes. Zu Befehl. Kapitän. Zu Befehl. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Gestern waren ja wirklich tropische Temperaturen. Heute war es ein bisschen kühler. Ein bisschen drückender. Ich dachte eigentlich, das regnet heute, aber es kam tatsächlich nichts. So, warte, den haben wir auch noch rein hier. So, hat er es nicht gemacht, der Bengel. So, Futter können wir auch reinstopfen hier. Bisschen Speck. Dann das Brot. Und das normale frische Brot hier, wa? Gut. Was brauchst du, Herr Kaloy? Dann machen wir schon mal die erste Rutsche voll vom Schiff. Bin mal gespannt, ob wir ja tatsächlich dadurch, dass wir als erstes die Mission genommen haben, oben bei der Emigna, haben wir tatsächlich die, dürfen wir die Tauchausrüstung behalten. Das ist auch schon mal sehr cool. So, dann schauen wir mal weiter. Zwei davon haben wir. Kaffee. Kaffee ist immer wichtig. Und dann schauen wir mal weiter mit den Lebensmitteln.
Wir haben jetzt ja zum Glück nicht mehr so das Geldproblem. Da können wir jetzt auch so ein, relativ aus dem Vollen schöpfen. So. Das Brot. Jo, das Brot immer mit. Brot ist immer gut. Das verkaufen wir, das möchte ich nicht mehr haben. Ach guck mal, das kann ich gar nicht verkaufen. Das so weggeben? Ja. Dann nehmen wir die Gemüse mit. Hier Obst und so was. Und Gemüse. So. Dann schauen wir mal weiter. Deckgeschütz. Das möchte ich nicht haben. Und dann schauen wir mal weiter. Das können wir schon mal voll machen. So, jetzt haben wir die Torpedos hier rein. So, die T1er sind gar nicht so schlecht. Und hier waren wir schon. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal den Landurlaub. Und verlegen die Milchkuh. Die Milchkuh schon fast. Ach, sie ist jetzt fertig. Die Milchkuh wurde jetzt verlegt. Und jetzt haben wir tatsächlich noch vielleicht die Möglichkeit, etwas Kleines zu machen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Aber ich denke mal, das können wir uns sparen. Das schaffen wir nicht. Das können wir vielleicht nochmal hinbekommen. Wie Tage haben wir noch? 8 Tage. Okay, das kriegen wir hin. Das bekommen wir hin. Dann machen wir jetzt noch einmal. Was ist das Hauptquartier denn? Guck mal, hier ist auch keiner mehr da. Guck mal, das ist auch ein kleiner Fehler. Tatsächlich kommen wir jetzt von hier aus nicht mehr aus Mannschaftsquartier, also auf den Befehlshaber hier rauf, der uns die ganze Mission gibt. Das ist ja auch lustig. Dann gehen wir hier rüber rein. Das sollte klappen. Ja. Snake Wong, grüß mich. Moin. Schön, dass du da bist. Okay, siehst du, haben wir schon mal wieder einen kleinen Fehler gefunden. Dann nehmen wir jetzt mal den Militärvorrat. Das andere schaffe ich alles nicht mehr in der Zeit. Nee. Das sind alles Sachen, die schaffen wir nicht mehr in den 8 Tagen. Wobei... Ne. Das wird alles nichts. 12 Tage. Wir machen das hier, den Militärvorrat, den können wir auch schon abfrühstücken hier. Und dann lassen wir die nächsten 8 Tage durchlaufen. Wobei ich denke doch, im Nachhinein hätten wir vielleicht auch die 12 Tage geschafft, weil wir ja noch die Torpedos noch voll machen müssen. So, wir haben nochmal 15.000 bekommen. Sehr gut. Dann schauen wir weiter. Können wir noch irgendwas hier machen? Machen wir den auch mal fertig. Ja, Snake, du bist gerade reingekommen und für die Leute, die gerade erst reingeschaut haben, wir haben jetzt gerade die Milchkuh verlegt. Weil wir werden gleich Richtung Gibraltar aufbrechen. So, bestes Wetter. Ist das Ding durch? Ach, 7 Minuten. Ja gut, das kriegen wir auch hin. Das Schiff ist ja noch nicht voll. Was brauchst du, Herr Kaloy? Das machen wir jetzt voll. Schau mal. So, Ersatzteile hat er immer noch nicht genommen. Das verstehe ich auch nicht. Und wir müssen gleich nochmal, dürfen wir nicht vergessen. Warte. Das machen wir jetzt gerade. Der eine baut noch ein Köfferchen. So, hier können wir alles vollstopfen. Das haben wir, das Gemüse. Ist immer wichtig. Jo. Und dann werden die Torpedos nochmal vollgebraten. Ja, ich habe immer gedacht, wir können mal hinschippern. So. Ich mag lieber die T1, sehr ganz ehrlich. Wobei. Die 2er bitte. So. Ja, Tauchanzug habe ich schon gesagt. Haben wir behalten. Dadurch, dass wir als erste Mission die Migner-Mission gemacht haben, haben wir wohl den jetzt dauerhaft drin. Aber wir brauchen Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Eine Waffe haben wir tatsächlich mit, ne? Ich überlege tatsächlich, ob wir noch mal eine zweite mitnehmen. Wir machen das einfach.
So. Das haben wir, das haben wir. Alles klar. Nochmal 4 Tage ins Land. Da haben wir die Mission jetzt auch fertig. Gibt nochmal 15.000. Und jetzt müssen wir leider wieder ins Team integrieren. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie ihn sehen möchten. Klaus Hagenau. Wieso kann ich hier nicht reinnehmen hier? Ach, das ist jetzt, weiß ich was. Ja, alles klar. Schauen wir gleich mal. Und ich habe wieder tatsächlich gesagt. Ralf hat schon gesagt, ich sag mal zu oft tatsächlich. Beim BDU wird viel. Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Oh, jetzt hat er die... Ne, hat er doch nicht durcheinander gewürfelt. Also tatsächlich hätten wir heute hier Black Pit machen können. 2 verschiedene. Spielhäuser von Belfast. Dafür sind wir noch nicht stark genug. Das haben wir schon gemacht. Nördlich von Irland. Und ich habe mich dafür entschieden, dass wir heute das machen. Auch ein kleiner Fehler. Er zeigt jetzt nicht mehr das Einsatzgebiet an. Ne? Vorhin hat er es noch angezeigt, umgerandet. Das fehlt jetzt auch. Hier oben hat er es aber noch gemacht, oder? Ja, hier macht das nicht mehr. Gut, wir machen das auf jeden Fall. Und erreichen Las Vegas, ja. Alles klar. Dann schauen wir nochmal. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach ja, die Leute nochmal ausrüsten. Und zwar... Herr Kaloy. Der Funke hat schon einen. Der kriegt auch nochmal einen hier. Bestätigt. Kapitän. Und dann sind die beiden nochmal dran hier. Sehr wohl, Herr Kaloy. Hat er es? Ja, er hat es. Super. Und dann machen wir gleich noch den Rest rein und dann sind wir auch durch. Und dann können wir auch, glaube ich, auslaufen. Wir sind schon, ich hoffe, ich habe nichts verstanden. Vergessen wir nicht. Und. Was brauchst du, Herr Kaloy? Dann schauen wir doch mal. Er hat es immer noch nicht abgeholt. Wächter verweigert. Muss ich wohl manuell tatsächlich machen. Hier ist auch alles voll, ne? Tatsächlich, ja. Dann machen wir hier im Hauptlager nochmal. Munition rein. Die Flak war auch voll, meines Erachtens. Jetzt ist sie voll. Torpedos haben wir auch alles drin. Und hier ist auch alles drin. Gut, dann haben wir alles. Einen Tag noch warten. Tja, siehst du. Wir können tatsächlich noch 5 von 5. Und wir hatten tatsächlich einen Mann mehr, weil wir den ja aus dem U-Boot bei der Emigna gerettet haben. So, jetzt müssen wir uns tatsächlich entscheiden, dass wir wieder einen rausschmeißen. Ich glaube, ich will Prien behalten. Dr. Ernst Prien. Der Name birgt ja schon für Qualität. Gute Beziehung. Unabhängig. Siehst du, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Funke. Prien kommt mit. Der geht raus. Den brauchen wir natürlich als zweiten Befehlshaber. Guck mal, wir haben auch tatsächlich einen Mann mehr an Bord. Den müssen wir eigentlich rein theoretisch müssen wir jetzt einen rauskleckern. Aber wir lassen das mal drin. Ist ja lustig, dass er funktioniert. Gut, jetzt können wir tatsächlich beim Hauptquartier noch was machen. Beim BDU wird viel über ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Hauptquartier. Bald. Wir haben jetzt mich einen Funker übrig. Und jetzt können wir mal schauen. Ingenieur. Oder ob das auch geht. Nee, tatsächlich. Einsatzbereich geht das. Tatsächlich. Er ist auch kein Ingenieur, ne? Er ist ein Funker. Aber es geht trotzdem. Also es würde tatsächlich gehen. So, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, Batterien finde ich persönlich sehr gut, dass wir länger unter Wasser bleiben können. Die T3er sind auch nicht verkehrt. Wir machen das als erstes. Also das ist natürlich auch ein kleiner Fehler jetzt wieder, dass wir dort einen Funker einsetzen können, obwohl wir einen Ingenieurposten brauchen. Aber es geht. Hier sehen wir wieder die Jasper, die wir schon 3-mal versenkt haben. Okay, ich glaube, wir haben alles. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Kapitän? Das Radio machen. Damit die Moral ein bisschen steigt. Jo, das sieht gut aus. Das sollte relativ schnell hoch sein. Und dann stecken wir den Kurs ab und dann geht das auf nach Gibraltar. Und da unten
müsste irgendwo die Milchkuh sein. Die hatten wir ja bis dahin angefordert. Ich hoffe, die wurde auch jetzt verlegt. Ja, das sieht so gut aus. Ich weiß auch nicht, warum einige Quadranten so gut sind. Jetzt ist das, dass die so groß sind. Wie das hier gerade sieht, das ist der so groß. Eben war das andere so groß. Und wir fahren hier an. Das ist unser Kurs. Alles klar. Der braucht keinen. Der braucht einen. Und dann würde ich sagen... Herr Kaloy. Herr Kaloy. Den ziehen wir rüber. Kapitän. Herr Kaloy. Und der muss nochmal kurz... Ich hoffe, er nimmt das jetzt endlich mal. Da ist er. Und da können wir gleich duschen werden. Ja, jetzt hat er es. Alles klar. Wobei wir auch gleich hochfahren, wenn wir losfahren. Kurs ist gesteckt. Einmal schon mal zwischenspeichern und dann fahren wir raus. Und an alle, die noch gerade reingekommen sind, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, der Stream läuft jetzt stabil. Ich hatte das eigentlich heute alles soweit eingestellt. Ist ja auch keine Frames-Ausbrüche. Das war vorhin richtig schlimm. Aber jetzt geht's los hier. Schneller, schneller! Und los geht's. Ja, ich habe jetzt tatsächlich diesen Statistiken-Überwachungsmonitor noch in die Maske mit reingezogen. Und es war tatsächlich... Ja, tut mir leid wegen dem Palm. Es war tatsächlich... man muss hier kurz mal sehen überhaupt nicht, dass es hier nochmal... Nee. Es war tatsächlich... Ich hätte OBS immer in Admin-Modus ausführen müssen. Da habe ich auch nicht dran gedacht. Das habe ich echt vertüdelt. Und... ich hatte noch mein Antivirus-Programm hier. Ich habe dieses Bullguard, oder wie es heißt, im Hintergrund laufen gehabt. Was ja auch grundlegend nicht verkehrt ist. Aber das hat im Hintergrund immer die Spiele optimiert. Und das hat so viele Ressourcen gezogen. Und ja. Und hat das Spiel so gedrückt und die Frames und was weiß ich alles. Kaum habe ich das ausgemacht, lief es. Wunderbar. Jetzt habe ich heute noch eine neue Beleuchtung. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Ich hoffe, dass. Kamerabild ist jetzt ein bisschen besser tatsächlich. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht hier gegen die Keimauer. Nö, das sieht gut aus, ne? Das sieht gut aus. Wie lange dauert es denn, bis das Ding voll ist? 20 Stunden, alles klar. Das kriegen wir hin. Mannschaftsbelastung zu hoch. Mannschaftsbelastung zu hoch. Da können wir auch einen rausnehmen. Okay. Was bringt das Radio denn hier? Musik plus 4. Das machen wir mal aus. Und dann geben wir Gas. Also wir bekommen tatsächlich immer wieder dieses Funktelegramm von dem Schiff, was wir im letzten Stream versenkt haben. Gut. Ist alles noch Beta. So, was kommt uns da denn entgegen? Relativ schnell. Was ist das denn hier? Ach, deutsches Schiff, alles klar. Ja, das finde ich mal schön. Wenn man mit der Maus jetzt rüber geht, dann kriegt man eigentlich mal ein paar Grunddaten. Deutsches Reich, sehr schön. Ja, genau, Snake, soweit, da bin ich noch gar nicht reingegangen mit der Spieleoptimierung. Da konnte ich auch noch rein. Da wollte ich auch noch mal reinschauen. Vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was rauskitzeln.
da noch ein U-Boot. Aber schauen wir mal. Also bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Ich weiß nicht, ob die Qualität jetzt auch in Tekken sogar besser ist. Müssen wir tatsächlich mal schauen. Was hat er denn da? Fährt er hier Ringeltanz hier? So. Jetzt sind wir tatsächlich da. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt. Jetzt setzen wir uns beim Funker ran. Und vor den Nachschub an. Ob es klappt, weiß ich jetzt nicht. Scheinbar nicht. Weiß ich, ob wir irgendwas verkehrt gemacht haben. Aber sonst ist auch nirgendwo hier die Milchkuh, ne? Ja, ich weiß ganz genau, dass wir uns sie da hingesetzt haben. Haben wir noch eine andere Möglichkeit? Im Hauptquartier? Schauen wir tatsächlich gleich mal in 4 Tagen. Wenn einer von euch schon Erfahrung hat mit der Milchkuh, dann bitte raushauen, damit wir das mal sehen. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was für eine andere Option wir noch haben. Ich weiß tatsächlich, dass wir die Milchkuh dorthin beordert haben. Wir können natürlich noch mal ein kleines Stück fahren, aber... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Schneller, schneller! Sie müsste eigentlich irgendwo da sein, weil sie dorthin beordert hatten in das Gebiet. Snake, hast du schon die Milchkuh gehabt? Das ist ja komisch. Gut, wir schauen hier gleich nochmal. Vielleicht haben wir jetzt hier Glück. Zu Befehl. So. Ja, komisch, ne? Aber es passiert ja auch nichts, ne? Oder müssen wir unter Wasser sein? Das können wir natürlich auch noch machen, aber dann geht unser Funkgerät ja auch nicht. Oder müssen wir es manuell machen? Wir können es mal manuell probieren. Kapitän? Da ist er ja. Herr Kaloy? Herr Kaloy. So, wir probieren das mal manuell. Ich habe da eine andere Option. Aber wir haben tatsächlich nur das nichts anderes hier, ne? Zu Befehl. Pipi Bock, grüß dich. Wunderschönen guten Abend, wünsche ich dir. Schön, dass du reinschaust. Frequenz durchsuchen. Jetzt kommt ein anderer Kollege. Aber da kommen wir so nicht weiter. Da kommen wir so nicht weiter. Ei, ei, Herr Kaloy. Wir versuchen das nochmal. Aber er wird sich nichts tun. Gut, vielleicht werden wir es irgendwann erfahren. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich speichere noch einmal zwischen. Und dann machen wir uns Richtung Gibraltar auf den Weg. Wir können es ja hier nachher nochmal versuchen, in dem Kurs auf diese Quadranten. Setzen. Jawohl. Schneller, schneller! Ja.
Aber ich bezweifle. Vielleicht ist er auch noch nicht eingebaut. Kann natürlich auch sein. Zeit für eine Pause. Also, dass man sie schon zwar erforschen kann, auch ins Gebiet verschieben kann, aber scheinbar wohl noch nicht aktivieren kann. So, wir versuchen das hier nochmal. Nee, da passiert leider auch nichts. Ich kann es ja nochmal so versuchen, dass wir hier rausgehen. Vielleicht in den Monitor hier. Nee, da drehen wir uns noch im Kreis. Da passiert leider auch nichts. Nee, gut, alles klar. Dann geht das nicht. Legen Sie den Kurs an! Jawohl! Schneller, schneller! Dann geht's weiter, Männers. Wie tief haben wir das denn hier? Ach, guck mal. Da kommen wir gut durch. Da müssen wir natürlich nicht langsam aufpassen, wegen den Flugzeugen. Dann würde ich tatsächlich sagen, warte mal, ein kleines Stück können wir noch. Wir haben nicht mal einen am Funkgerät hier, ne? Soll ich jetzt hier mal tauchen, kleine Fahrt machen und dann schippern wir hier einmal durch. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Eine braune Map? Das ist, weil das Land noch neutral ist. Oder was meinst du jetzt? Also tatsächlich, warte mal ganz kurz bitte. Einstellung. nee, das ist die Standardeinstellung, die man eigentlich hat. Thematische Karte Standard, ja. Nee, ne? Fand ich auch. Wobei, hier oben hast du das ja. Hier oben ist ja rot und blau. So, passt das alles? Jo, das sieht gut aus. So, was wollen wir jetzt machen? Passieren die Meeresenge? Alles klar. Wir gehen jetzt auf Seerohrtiefe. Die Sonne geht gerade auf. Ja, das stimmt, Fifi Bock. Das stimmt. Das hätte man tatsächlich machen können. Aber vielleicht kommt das ja noch alles. Vielleicht kommt das ja noch alles. Ich bin froh, dass das jetzt alles einigermaßen stabil läuft. Ich habe tatsächlich ein bisschen rumgespielt in den Einstellungen und auch im Spiel. Und jetzt bin ich zufrieden. Und tatsächlich lag es daran, dass ich OBS nicht im Admin-Modus gespielt habe, also gestartet habe und dass im Hintergrund mein Bullguard Antivir die ganze Zeit lief. Und das hat das alles so runtergedrückt, weil es unbedingt die Spiele, da hat es eine Rauchwolke, weil es unbedingt alles so hier optimieren wollte. Aber jetzt sieht das doch schon gut aus, oder? Weil ich finde, das sieht jetzt richtig gut aus. Ich hoffe, bei euch auch. Und jetzt kommen hier meistens kleine Bläschen raus. Seht ihr das? Total süß gemacht. Und wir haben ja eben gerade schon gesehen, dass da vorne irgendwo eine kleine Rauchwolke war.
Jetzt ist es weg. Aber das werden wir schon gleich fertig. So, Kamerad Prim. Kapitän? Bestätigt. Kriegt ein Käffchen. Ein Schluck muss reichen. Na gut, kriegt er zwei. Bestätigt. Na, dann ist auch gut. So, er macht Kursbestimmung. Und dann geht es weiter. Ja, schade, das mit der Milchkuh. Das hätte ich tatsächlich heute sehr gerne gesehen. Falscher Posten, mein Freund. Den Posten. Genau, das war's, glaube ich, was wir gesehen haben. Die fahren 309,2. Wo wollen wir die hinfahren? Wo auch immer die hinwollen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Oh, das wäre noch besser. Das war, glaube ich, das, was wir gesehen haben. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. 243. Guck mal, die kommen wir fast auf den Präsentierteller. Die holen wir uns natürlich. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jo, Kamerad Wächter schläft erstmal. Und dann schippern wir mal langsam runter. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ja, tatsächlich habe ich heute schon mal... Oh, wie will der denn jetzt denn hier? 10 km/h. Dann fangen wir die Kameraden doch gleich mal ab hier. Okay, wir bleiben jetzt hier in Position. Ich denke mal, das ist ganz gut so. Wo wir ein kleines Stücken können wir noch. Wie tief sind wir hier? 424 Meter. Und stoppen die Maschinen. Der Kamerad besetzt dann die Tiefensteuerung. Kann die zweimal weg. Und dann verharren wir der Dinge. Da stellen wir auf 0. Sonst drehen wir uns wieder. Dann schauen wir mal, wo der jetzt gleich hin will hier. Tja. Ich glaube, er will sich gar nicht bewegen. Was machen die denn da, Jungs? Der will mit den Jungs natürlich bestimmt gegenfahren. Kurs setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Jetzt hauen die schon wieder ab. Ist ja unglaublich. Schneller, schneller! Kurs auf diese Koordinaten setzen. Könnte natürlich auch eine Patrouille gewesen sein, die Meeresenge hier dicht macht. Aber das werden wir gleich sehen. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Der kommt uns auch entgegen. Kleine Fahrt haben wir. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Jetzt schauen wir tatsächlich mal hier durch, ob wir die denn auch sichten. Aber gerade, ja, und da hinten sieht man das. Sieht ihr das im Stream auch? Tatsächlich, wo ich entweder Maus zu wer war. Das ist die Scheinwolke und das ist tatsächlich. Eben konnten wir das tatsächlich angepassen. Ja, ne? Das ist noch so klein. Feindlicher Zerstörer auf. So, jetzt haben wir ihn. Uhr. Ja, auf Gefechtsstation! Schade, dass die Fehlermeldung mehr hier kommt. Alles klar. Und da sehen wir die jetzt, die beiden. Scheinbar sogar zwei. Oder ist das eine nur? Nee, das ist tatsächlich eine. Gut, alles klar. Den haben wir schon mal drin. Da wissen wir, was auf uns zukommt. Wir können den natürlich ausweichen. Bloß bevor wir den nachher, wenn wir hier im Kampf sein sollten, auf einmal im Nacken haben, würde ich tatsächlich sagen, machen wir den Kameraden weg hier.
Wobei der fährt, ich glaube, der ist schwer zu treffen, dadurch, dass er immer hier im Kreisverkehr fährt. Aber wir versuchen das. Einfach mal. Sehr wohl, Herr Kaloy. Feindlicher Zerstörer auf 12 Uhr. Alarm! Auf Gefechtsstation! Ist er immer noch da? Tatsächlich, da ist er. So. Mensch, da ist auch nicht was los. Wenn man das jetzt mal so sieht, da ist eine. Überall die kleinen Wölkchen da hinten. Wisst ihr was mal? Ich stelle mal meinen Gamma-Wert mal ein bisschen um. Warte mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Gamma-Wert einen kleinen runterstellen können. Ja, ist jetzt ein bisschen dunkel aus. Gut, alles klar. So, den wollen wir uns holen. Wie steht der denn vom Winkel her? Bescheiden. Deshalb. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Fahren wir ganz entspannt daran. Oh, jetzt kommt er auf uns zu. Du hast es ja noch besser. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Maschinenstopp. Hat er uns schon entdeckt? Nein. Nee. Der hat doch keinen Alarm geschlagen. Wir verharren erstmal der Dinge. Aber das Ding machen wir einen Ticken runter. Das muss ja nicht sein. Genau. Das ist die Idee. So, das sieht schon mal gut aus. Problem ist ja natürlich, der dreht natürlich jetzt richtig. Der wird natürlich jetzt hier rumdrehen. So denke ich mir das jetzt einfach mal. Und deshalb gebe ich jetzt einfach mal aus dem Gefühl heraus 187 ein. So. So, dann schauen wir mal, was für ein Lümmel wir da haben. Das müsste die F-Klasse sein, oder? Warte mal. Ja, hätten die beiden Hibbles. Dann geht's weiter. Fünf Kilometer. Oh, bisschen weit weg, ne, für ein Torpedo. Bisschen weit weg. Bibi Bock, wie ist das mit der Kamera? Ist das einigermaßen gut? Ich habe das Licht von einfach mal hier rangeklatscht. Da muss ich mich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausleuchten. Vielleicht brauche ich auch tatsächlich zwei davon. Ich habe es auch noch nicht ganz mittig platziert. So, da schauen wir mal. Ich denke mal, fährt so 13, wa? Moin. Sollte es tatsächlich 9 sein. Die Reichweite überprüfe ich nochmal. Ja, mit 5, das kommt ganz gut hin. Der hier gleich wieder eindreht. Dann hoffe ich auch tatsächlich mal, dass er eindreht. Und dann kriegt er von uns mal einen Rohr 2, bewässern! Tiefgang der F-Klasse war 3,81 Meter, deshalb gehen wir auch 2,5 rüber. Rohr 2, fertig! Erstmal unter Wasser mal sehen. Kriegen wir den rein unter Wasser? So. Dann.
schön, wa? Das sah gut aus. So, schauen wir mal. Glanz kommt von innen. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das Bild bei euch diesmal im Stream besser aussieht, also sauberer, nicht so teilweise verpixelt. Ich weiß nicht, wie meine Kamera, geht das so? Also ich bin immer so ein brauner Typ eigentlich, ne? Also ich bin zwar auch nicht Sonnenbrand halt gehabt letztens. Aber ich finde allgemein, es sieht ein bisschen besser aus als sonst. Also nicht ich, das Spiel. So, wir schauen mal. Unsere Forschung ist auch bald fertig. Sehr schön. Können wir gleich bald die nächste angehen. Bin ich mal gespannt, ob er tatsächlich jetzt ein bisschen eindreht. Was hat man eingegeben bei den Kollegen hier? 187. 187, das ist tatsächlich hier. Und wir sehen tatsächlich, auch wenn wir es jetzt hier noch nicht so sehen, das 87. Er dreht tatsächlich ein. Er dreht tatsächlich ein. Mit Pech haben ist ja schon so, aber das sollte trotzdem noch passen. Das war gar nicht so verkehrt. Wir beschleunigen den Wahnsinn mal. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Oh, tatsächlich hat er noch mehr gedreht. Oha, aber es sollte klappen. Wenn er nicht so schnell... 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Oh, 20 Sekunden. Das wollen wir natürlich sehen, ne? Das wollen wir natürlich sehen. So, ein bisschen im Glanze der Sonne. Alles klar. Bibi Bock, du bist auch gut. So, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los, mein Herz. Jetzt wollen wir sehen. Vielleicht so besser? Treffer. Ach nein, was hat er jetzt gemacht? Wieso ist er weggesprungen? Ach, weil er da hinten ist, außerhalb des Sichtfeldes. Dann fahren wir natürlich relativ schnell hin. Wo ist das Schiff, was wir getroffen haben? Geladen. Das ist ja blöd jetzt. Scheinbar haben wir den versenkt, oder? Schiffsschrauben, Herr Galoy. Ach, schade. Frage wäre jetzt tatsächlich, haben wir den versenkt? Aber da wir ihn gar nicht mehr sehen hier, denke ich mal, der ist tatsächlich weg. So, jetzt kommen die alle zu uns hin hier. Also ich würde sagen, tatsächlich, wir hatten ihn getroffen. Sonst hätten wir ihn hier noch irgendwo gesehen, glaube ich. Hier ist die Meeresenge von Gibraltar. Da schauen wir doch mal. Kleine Fahrt. Nein, eigentlich nicht, aber er ist ja, er muss ja trotzdem irgendwo sein. So. Feindlicher Zerstörer auf 10 Uhr. Maschine. Stopp. Kleine Fahrt zurück. So. Da verharren wir jetzt der Dinge. Hier gehen wir auf ein Minimum. Wir erstmal. Kann es sein, dass es ein bisschen diesig ist hier, das Wetter? Da kommen die alle. Das ist ja nicht. Jetzt kommt da noch auf uns zu.
sonst hat es mal angezeigt, was für ein Schiff das ist hier, ne? Wenn man rüber geht mit der Maus. Gut, warten wir nochmal ab. Tiefensteuerung. Kriegsschiff, Kriegsschiff. Da wissen wir, das ist ein Zerstörer. Alles klar. Tatsächlich denke ich mal, sehen wir nur, ob der Torpedo trifft oder nicht, wenn er in unserem Sichtfeld auch ist. So, das sollten eigentlich Korvetten sein. Ja, das sind die Korvetten. Schrauben, Herr Kaloy. Ach, ich will gerne den haben. Wir gehen runter. Wie weit können wir runtergehen hier? Tauchen auf 50 Meter! Das haben sie immer noch nicht hinbekommen. Wenn man auf 30 geht, dass der 50 sagt. Ah, wir gehen aber erstmal runter. Das sind zu viele. Aber getroffen haben wir ja tatsächlich, ne? Also, das hat er auch bestätigt. So, warten wir mal ab, dass sie kommen hier. Frage ist, wissen sie genau, wo wir sind? Das ist auch, das ist wirklich nervig und buggy, das Schiff, was wir im letzten Stream versenkt haben. Feindlicher Zerstörer auf 10 Uhr. 30. Herr Kaloy? Kamerad Prien, komm. Jawohl. Ich muss mich ausruhen. So, du machst einfach gar nichts, mein Freund. Das ist der Zerstörer. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Die Frage ist, haben die uns überhaupt schon geortet oder fahren jetzt erstmal Patrouille? Gehen noch weiter runter. Auf 100. 100 Meter. Wie konnte man das nochmal drehen, ja? Ah, ja, so. Ja, tatsächlich kommen alle von vorne. Damit muss ich mich tatsächlich auch nochmal beschäftigen. Das muss, glaube ich, auch ganz interessant sein, komplett da die Schiffe und all sowas zu orten. So, jetzt kommen wir. Jetzt wird es interessant. Wir gehen noch weiter runter. Auf 130 Meter. 110, 130. Die Frage ist, hat er uns jetzt? Wasserbomben. Wasserbomben. Wir fahren. Schiffsschrauben. Direkt über uns. Rückwärtsgang, E-Motoren. Versucht den Wasserbomben hier nochmal auszuweichen. Und machen jetzt langsame Fahrt in die Richtung. Jawohl. Wasserbomben. Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. Tatsächlich fahren wir jetzt. Da kam der eine hier vorne. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl.
Wasserbomben. 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 Kurs setzen. Das haben wir geschafft. Erstmal. Geradeaus weiterfahren. Jetzt hält er doch dahin. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl. Ach, der verarscht mich. Der weiß genau, wie ich fahre. Wasserbomben. Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Johann, grüß dich, moin. Johann, benutzt der Blockierte ausgeblendet. Warst du das? Also spielt sich bis jetzt ganz gut. Ein, zwei Sachen wurmen mich gerade so ein bisschen. Dass wir die Milchkuh erforscht haben, aber nicht nutzen können. Und man, dass man tatsächlich die Schiffe, die man angegriffen hat, aber nicht sieht. Ja, hat er uns entdeckt? Schiffsschrauben direkt über uns, Herr Kaloy. Wasserbomben. Ist besser. Wasserbomben. Ah, warte mal. Rüssel. Blaues Licht. Wasserbomben. Wir haben noch den Kreiselkompass angehabt. Legen Sie den Kurs an. Sehr wohl, Herr Kaloy. Wasserbomben. Wasserbomben. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Zu Befehl. Wasserbomben. Wasserbomben. Legen Sie den Kurs. Die sind nicht tief genug eingestellt bei denen. Das ist gut. So. Jetzt versuchen wir da mal weiterzukommen. Johann, wie gesagt, spielt sich gut. Ich hatte letztens im letzten Stream die Imigner gehabt und heute haben wir Durchbruch bei Gibraltar. Ich hatte tatsächlich, ich kann mal kurz Pause machen, hier die Milchkuh eigentlich hinbeordert, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Dass man die kann man per Nachschub anfordern, aber es funktionierte noch nicht. Vielleicht kommt das ja später ins Spiel. So, den machen wir jetzt mal weg. So, wenn wir Glück haben, sind wir jetzt gleich durch. Wie tief kann man hier gehen? Nicht, dass wir hier gleich auf Grund laufen. Oh, hier müssen wir tatsächlich aufpassen. Hier gibt es eine ganz enge Passage. Wo war die denn hier? Du musst echt aufpassen. Nicht, dass wir auf Grund laufen hier. Aber bis da vorne können wir noch. Oh, siehst du. 120. Der kann es nicht orten. Die düsen tatsächlich wieder zurück. Ja, der hat uns jetzt Maschinenstopp. Ja. Gut, dass wir jetzt gerade Stopp gemacht haben, aber der Dussel hier, der soll schlafen jetzt hier. Nightboard, alles klar. Ja, Johann, du bist ein ganz, ganz schlimmer Kerl. Schneller, schneller! So. Die Frage ist,
lassen wir die erstmal abschwemmen und holen erstmal ein bisschen Luft hier. Wobei, die haben uns alle eh den Händen zugewendet. Machen wir kurz die Wette der Toren an. Sollte eigentlich gehen. Ja, das sieht gut aus, dass wir das überlebt haben. Dann pumpen wir mal die Luft ins Schiff rein. So, machen wir den Ventilator wieder aus. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Und müssen jetzt tatsächlich mit der Tiefe aufpassen gleich. 100 Meter. Nein, also wie gesagt, es ist cool, Johann, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben, ich habe jetzt 2 Tauchgänge schon gemacht. Ich habe ein neutrales Schiff schon besappelt. Und man kann tatsächlich an Bord gehen und hat verschiedene Optionen. Ich muss mich ausruhen. Leider war mein hier Commander hier erschöpft und konnte nicht auf das neutrale Schiff mitgehen. Und das war ein portugiesisches Schiff und daher konnte ich nicht mit denen so gut kommunizieren. So, jetzt müssen wir tatsächlich mal luschen hier. Oh, jetzt wird es gefährlich hier. War natürlich nichts außer die Nacht. Wir gehen auf 50 hoch jetzt. Das müssen wir jetzt tatsächlich machen. Sonst kriegen wir tatsächlich hier vorne schon. Ach, das ist auch fies hier, ne? 30 Meter eben hier irgendwo. Gehen wir mal auf 30 hoch hier. Tauchen auf 50 Meter! 80, 60, 40. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Hier ist das fies. 30 Meter, was ist denn da? Ein Vulkan oder so was? Auf 25 hier. Sicher, sicher, aber 18. 20 Meter. Das sieht gut aus. Ach, guck mal, jetzt sind wir über diesen Punkt. Weg, jetzt können wir auch wieder runtergehen. 30, 50. Die Idee wollte ich haben hier. Okay, alles klar. Wo fährt der denn jetzt hin? Das schauen wir mal an jetzt hier. Feindlicher Zerstörer auf 8 Uhr. Was ist das denn für ein Trick? Hat er einmal eine Kehrtwende gemacht, der gegen die Bande gesprungen, oder? Wer es kann? Maschinenstopp. Den lassen wir vorbeifahren. Torpedos. Der kann den Funkraum übernehmen hier. Haarende Dinge hier. Jawohl, Herr Kaloy. So. Jetzt können wir eine kleine Fahrt machen. Schneller, schneller! Tiefe her passt das von der Bar. E-Motoren werden wieder besetzt. Zu Befehl. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Ist egal, wir müssen an dem vorbei hier. Der tut die Meeresenge kommen. Der denkt mal, halten wir uns gleich hier unten im Süden. Tiefe passt ja auch wunderbar. Ja, Wahnsinn, dass hier so eine Stelle auf 30 Meter ist. Wie sieht's hier aus? Kriegsschiffe. Da schippen wir doch gleich mal vorbei. Zeit für eine Pause. Ist ja komplett rund. Ja, oh, tatsächlich, hier war alles voll. Die haben mich eben gerade richtig gejagt. So müde. Nein, also ich muss sagen,
Der neue Patch ist sehr abwechslungsreich. Man kann auch bei der Auswahl der Missionen am Anfang nicht nur 3 nehmen, ich glaube sogar 6 oder 7. Da ist auch zu unterscheiden, normale Standardmission, wie man sie früher kannte, oder halt welche von den verschiedenen Missionen kann man ja abfrühstücken. Tatsächlich hatte ich letztens ja die Migner gehabt und konnte heute auswählen zwischen einer Mission Gibraltar und 2 Missionen von The Pit, hieß das glaube ich, Black Pit, irgendwie so. Eine war glaube ich hier, eine war hier hinten. Scarra Vaux konnten wir noch. Und tatsächlich für späteren Fälle, auch wenn man halt oben im Norden stationiert ist, hier oben noch eine Mission gegen die Russen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. So, wie sieht es jetzt aus hier? Wir müssen ja mal dorthin kommen. Da sind wir. Alles klar, es sieht gut aus. Wir sollen jetzt, vermeiden Sie entdeckt zu werden, optional, passieren Sie die Meeresenge. Das haben wir tatsächlich geschafft. War ja auch nicht zähes Stück, ne? Die haben uns ja auch nicht eingeheizt, die Jungs. Ja, ein paar Bugs gibt es noch, Johann, ne? Also ein paar Fehler gibt es. Aber die Schiffe sehen jetzt auch etwas. Ja, tatsächlich. Kann aber auch sein, dass es euch auf Dienst. Extrem hohe Auflösung spielt und Detaillevel, das sieht dadurch auch anders aus. Ich weiß es nicht. Aber die haben auf jeden Fall ordentlich was gemacht. Okay, wir sind durch. Legen Sie den Kurs an. Wir sind durch, Mendes. Wir haben es geschafft. Schneller, schneller! Schiffsschrauben, Herr Kat. Ja, sieht gut aus. Das ist wirklich gut. Oh, war ich ein bisschen schnell hier. Und tatsächlich, ich weiß nicht, ob es vorher schon war, haben unsere eigenen Häfen jetzt auch tatsächlich hier Flakgeschütze. Und nachts leuchten Dinger hier auf, wenn Alarm ist hier. So, bin ich mal gespannt, was für eine Mission wir bekommen. Wir wollen ja mal langsam ein paar Schiffe abschießen, ne? Genau, hier ist auch noch so ein Flakgeschütz. Ja, guten Südfrüchte. Ja, also ich bin auch, also wie gesagt, letztens die Mission Evigna, die war wirklich spannend mit den Tauchgängen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich heute auch mal tauchen können. Auch, dass wir mit dem neutralen Schiff, dass wir da an Land gehen können, tatsächlich ein Kommando erstellen mussten. Und mit diesem Kommando ans Schiff gehen müssen. Tatsächlich konnte ich ihn aber nicht mitnehmen, weil er kann, da gehe ich gleich mal drauf ein. Er kann Portugiesisch. So, wo fährt der jetzt mit uns hin? Da. Zeigt ihr auch gleich nochmal. Oder für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ah, es läuft gut jetzt so mit der Einstellung. Ich bin echt zufrieden. Nur. Grafikkarte ist nur bei 70% jetzt. Ganz entspannt. Und obwohl ich noch einmal Schatten runtergestellt habe und die Wellen einmal. So, dann fahr richtig rein hier. Wo will der hin? Stopp, 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 stopp. Das war aber knapp, ne? Du, das war knapp. So, jetzt habe ich das jetzt richtig, wenn ich so drehe. Drehe ich richtig? Ne, falsch richtig, so muss ich drehen. Schneller, schneller! Stopp. Kleine Fahrt geradeaus. Das ist jetzt zu weit gedreht, mein Freund. So. Das war doof. Oh Gott, warte mal, stopp jetzt. Jetzt muss ich aber tatsächlich. Rückwärts. Wir fahren jetzt rückwärts erstmal. Ich muss erstmal Abstand gewinnen hier. Tatsächlich hatte ich gehofft, dass er mich direkt da schon reinschippert, du.
So, jetzt aber. Schneller, schneller! Er fährt da vorne rein. Deshalb. Ich hatte gehofft, dass er mich tatsächlich da automatisch reinbringt. Aber scheinbar sollen wir da rein, ne? Nicht da. Aber er lässt mich auch gar nicht rein hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Er macht tatsächlich kein manuelles Reinfahren, scheinbar. Na gut. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Das können wir nicht verlangen, dass ich jedes Mal hier manuell reinfahren muss, oder? Na gut, dann machen wir das mal. Ja, schauen wir. Das wird schon. Ja, wie gesagt, die Mod läuft trotzdem noch. Die Kompass-Mod vom B128. So, jetzt muss das noch klappen hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So. Ah, siehst du. Alles klar. Dann sind wir jetzt angekommen. So, wo ist jetzt der BDU? Da ist er. Da müssen wir hin, ne? Hier. So, das haben wir. U-Boot-Kriegsabzeichen. Sehr schön, mein Herz. Das habt ihr euch verdient. So, jetzt haben wir tatsächlich diese Mission. Das ist jetzt auch neu, für die Leute, die jetzt noch nicht kennen. Wenn man tatsächlich Schiffe versenkt hat, kommt jetzt immer noch dabei, das Schiff versenkt. Aktuell ist es scheinbar nur ein weißer Bildschirm und wird das Schiff nicht angezeigt oder was in Textform das ist. Und dann hat man immer tatsächlich unter den Text bei Schiffen, Frachtschiffen steht immer, was sie geladen hatten, wo die hin wollten. Teilweise hat man noch einen Zeitungsartikel, also das haben die schon richtig gut gemacht. Aber jetzt sind wir hier tatsächlich drin. Wir sind jetzt in. Haben das geschafft, Gibraltar durch, sind jetzt in La Spezia. Wir schauen mal weiter. Wir haben natürlich nichts versenkt.